Hallo und guten Morgen. Am 13. September sind Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die Menschen aus NRW wählen neue Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Stadträte. Außerdem können viele Menschen noch etwas anderes wählen, nämlich den Integrationsrat. Was das ist, was ein Integrationsrat macht, wer ihn wählen darf, ob und wie ihr ihn wählen könnt, alles das erklären wir euch hier. Aber fangen wir zunächst mit einem kurzen Überblick an. Zum Beispiel in Köln können alle Menschen mit einem europäischen Pass den Rat der Stadt Köln wählen. Der Rat der Stadt Köln ist sowas wie das Parlament von Köln. Er macht zusammen mit der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister Politik in Köln und kümmert sich um die Interessen der Menschen, die hier leben. Zur Unterstützung hat der Rat Ausschüsse. Ein Ausschuss ist eine Gruppe von Ratsmitgliedern, die Expertinnen und Experten für ein bestimmtes Thema sind. Und einer dieser Ausschüsse der Stadt Köln ist der Integrationsrat. Im Integrationsrat sitzen 33 Menschen. Diese 33 Menschen sollen Expertinnen und Experten in Sachen Integration und Migration sein. 22 davon könnt ihr wählen. Die anderen 11 werden aus dem Rat der Stadt Köln geschickt. Auch der Integrationsrat wird alle 5 Jahre gewählt. Das Besondere ist jedoch, dass ihn auch Menschen ohne europäischen Pass wählen können. Es gibt eine Vorsitzende, einen Vorsitzenden, der oder die mehrere StellvertreterInnen hat. Kommen wir zu dem, was der Integrationsrat eigentlich macht. Ganz allgemein kann der Integrationsrat sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde befassen und Vorschläge und Anregungen machen. Zum Beispiel können die Leute aus dem Integrationsrat an den Rat der Stadt Köln schreiben und fordern, dass die Stadt mehr für Seniorinnen und Senioren machen soll, die nicht in Deutschland geboren wurden. Oder, dass im Kindergarten nicht nur Deutsch gesprochen wird, sondern auch in anderen Sprachen. Der Rat der Stadt Köln muss dann darüber beraten. Ein Mitglied des Integrationsrates kann dabei sein und darf im Rat sprechen. Außerdem kann der Integrationsrat Mitglieder in andere Ausschüsse schicken, zum Beispiel in den Verkehrsausschuss oder in den Gesundheitsausschuss, um dort zu bestimmten Themen mitzuarbeiten. Wenn es um Dinge geht, die die Interessen der Kölner Migrantinnen und Migranten als solche betreffen, muss der Rat der Stadt den Integrationsrat vorher darüber informieren und ihn an den Entscheidungen und Beschlüssen beteiligen. Zum Beispiel entscheiden die Mitglieder des Integrationsrates über die Verteilung der Gelder für die interkulturellen Zentren der Stadt. Außerdem überlegen sie, welche Projekte gegen Rassismus gefördert werden. Der Integrationsrat kann also aktiv städtische Beschlüsse mitbestimmen und sich für Migrantinnen in Stadt und Kommune einsetzen. In Köln dürfen 279.423 Menschen den Integrationsrat wählen. 2014 haben 15,45%, also 34.811 Menschen, gewählt. Aber wer genau darf das denn jetzt? Grundsätzlich dürft ihr wählen, wenn ihr 16 Jahre oder älter seid und wenn ihr seit mindestens einem Jahr mit Aufenthaltstitel in Deutschland wohnt und in Köln gemeldet seid. Wenn ihr einen deutschen Pass habt, aber eure Eltern nach Deutschland migriert sind, dürft ihr auch wählen. Auch wenn ihr keinen deutschen Pass habt, egal ob ihr aus der EU kommt oder nicht, oder wenn ihr 2 Pässe habt, dürft ihr wählen. Ihr dürft nicht wählen, wenn ihr nicht in Köln wohnt, wenn ihr jünger als 16 Jahre seid, wenn ihr euch nicht offiziell in Deutschland aufhaltet, wenn ihr in Deutschland in Duldung lebt oder wenn über euren Asylbescheid noch nicht entschieden wurde. Aber machen wir ein paar Beispiele. Salman kommt aus Damaskus. Er lebt seit 2015 in Köln. Seit 4 Jahren hat er eine Aufenthaltsbescheinigung. Er darf den Integrationsrat Köln wählen. Vicky ist in Lüdenscheid geboren und wohnt in Köln. Sie hat einen deutschen und einen griechischen Pass. Sie darf den Rat der Stadt Köln und den Integrationsrat wählen. Ercan ist in Köln geboren und wohnt auch noch in Köln. Er besitzt den türkischen Pass. Auch er darf den Integrationsrat wählen. Adrian hat einen deutschen Pass. Seine Eltern kommen aus Schlesien und haben auch deutsche Pässe. Er darf den Rat der Stadt Köln, aber nicht den Integrationsrat wählen. Shaines ist in Algier geboren. Sie hat einen algerischen Pass und hat in Deutschland Asyl beantragt. Über den Antrag wurde noch nicht entschieden, also darf sie den Integrationsrat noch nicht wählen. Razir kommt aus Kabul. Sie hat einen afghanischen Pass. Sie ist nach Deutschland geflohen und lebt mit Duldung in Köln. Auch sie darf den Integrationsrat noch nicht wählen. Wenn ihr wählen könnt und dürft und wenn ihr noch in der Stadt wohnt, in der ihr eingebürgert wurdet, bekommt ihr die Wahlunterlagen automatisch zugeschickt. Wenn ihr allerdings in einer anderen Stadt eingebürgert wurdet, müsst ihr einen Wahlschein beantragen. Informationen dazu, wie das funktioniert, findet ihr hier in der Videobeschreibung. Habt ihr am 13. September keine Zeit, wählen zu gehen? Dann könnt ihr per Post wählen.
Das nennt sich Briefwahl. Außerdem könnt ihr 4 Wochen vor der Wahl in den städtischen Kundenzentren wählen gehen. Auch wie das geht, findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, war's das? Nein, noch nicht ganz. Es gibt nämlich noch den Landesintegrationsrat NRW. Im Landesintegrationsrat NRW sind alle 107 Integrationsräte aus Nordrhein-Westfalen. Zum Beispiel auch der Integrationsrat Köln. Der Landesintegrationsrat NRW setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass mehr Menschen ihre OberbürgermeisterInnen und Kommunalparlamente direkt wählen können. Egal, was sie für einen Pass haben. Es soll für viele Menschen möglich werden, einfach die Politik mitzubestimmen. An dem Ort, wo sie wohnen. Also, liebe Leute, geht am 13. September wählen. Wählt den Integrationsrat Köln, damit ihr aktiv Politik macht, da wo ihr wohnt. Damit ihr euch für andere einsetzen könnt und damit sich andere für euch einsetzen. Damit eure Stimme gehört wird. Damit wir gemeinsam und gezielt gegen Diskriminierung und Rassismus weiterkämpfen können. Und egal wie ihr abstimmt, das ist und bleibt zum Glück euer kleines Geheimnis, geht wählen.